Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest Informations, ja, einfach Informationsvideo. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was so im Meer ist. Wir gucken einfach mal zusammen, was sich so im Meer befindet. Und ja, lasst uns einfach mal zusammen schauen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir tauchen einfach mal ein bisschen herum. Ich gucke einfach mal, was sich so auf dem Meeresgrund befindet. Wir gucken mal ansonsten, was man so finden kann. Als kleinen Tipp, die Austern, die ihr im Inventar, oh, Hallöchen, hi, die ihr im Inventar findet, findet ihr zum Beispiel hier vor der Yacht auf dem Grund des Meeres. Der einzige Hai, der er sich im Meer befindet bis jetzt, ist der Hai hier an der Yacht. Wenn ihr den ausschaltet, gibt es auch keinen Hai mehr. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist der Grund an den Bereichen, wo ihr quasi reintaucht und wo man sich auch aufhält, an der Nähe der Küsten oder wie hier an der Yacht oder am Strand herum oder wenn man an dem anderen Teil des Strandes, wo man quasi einfach nur durchtauchen kann auf die andere Seite zu den Strandhütten rüber. Da ist der Boden wie hier relativ schön ausdekoriert mit Matsch und Stein und Algen und allem Möglichen. Schwimmt man weiter raus, so Richtung Ende, sieht man gar nichts mehr. Ich habe jetzt einfach mal die HUD auch nochmal angemacht. Hier ist auch nochmal in der Nahaufnahme der Hai. Ja, gestern haben wir den Hai getötet. Dazu findet ihr am Ende auch nochmal einen Link. Und ich würde sagen, jetzt tauchen wir einfach nochmal nach links, einfach die Map entlang und gucken mal. Also hier könnt ihr quasi sehen, überall ist es wunderschön eigentlich gemacht. Allerdings persönlich fehlt mir im Meer immer noch extrem Lebewesen. Ich finde, die könnten viel, viel, viel mehr Fische im Wasser, ja gerade im Meer, nicht in den Seen oder in den Caves, aber im Meer, finde ich, könnte es schon echt mehr Fische oder auch andere Lebewesen geben. Die könnten kleine Wale hinzupacken oder einen Wal, der ganz außerhalb rumschwimmt. Und wenn man sich irgendwie Richtung 10, 15, 20 Minuten im Wasser aufhält, dann kommt der und taucht halt auf. Ich finde, es könnten viel mehr Haie im Meer sein, also über die ganze Map verteilt, irgendwie 5, 6 Stück oder so. Oder auch vielleicht verschiedene Arten von Haien und dadurch auch nochmal neue Köpfe an der Trophy-Wand. Und ich finde einfach kleinere Tiere, die einem vielleicht auch so, weiß ich nicht, wenn man hier an der Klippe zum Beispiel entlang taucht, wäre richtig cool, wenn es so Muränen und so geben würde, die einen vielleicht auch angreifen mit Elektroschocks oder so. Quallen oder anderes, was einen auch nochmal angreifen könnte, fände ich persönlich halt mega geil. Weil ich finde einfach, wie ihr seht hier, sind zwar Algen und alles und Steine und, aber auch nur in der Nähe von den Sachen, also von der Map. Desto weiter man nach außen schwimmt, Richtung, ja, außerhalb der Map quasi, wo es nicht weitergeht, ist nichts mehr. Da ist einfach nur noch Sand und sonst nichts. Hier im Hintergrund seht ihr, schwimme ich jetzt relativ schnell über den Boden, wo die Inseln hinten noch sind. Und hier, wo man quasi runtergehen kann, in der Nähe auch von unserer Hard-Mode-Base. Und ja, ihr seht hier zum Beispiel, jetzt kommt wieder eine Insel, da ist der Boden relativ schön gemacht. Und sonst ist eigentlich nichts. Ich finde, sie sollten auf jeden Fall irgendwie vielleicht irgendwie ein U-Boot, was man irgendwo, wo man mal reintauchen könnte oder so, wo man vielleicht dann auch nochmal eine Waffe findet. Oder auch einfach nur Flare-Guns oder Medikamente, irgendwas halt. Oder ein Schiffswrack, was untergegangen ist, wo man reintauchen kann. Sowas halt, irgendwas, was irgendwie das Meer noch ein bisschen interessanter macht, weil fürs Meer ist eigentlich das Schiff oder die Schiffe gedacht. Und wenn überhaupt für die für den Eissee oben oder für den etwas größeren See in der Mitte, ist vielleicht noch das Hausboot gedacht. Aber wenn man jetzt hier, wie im Hintergrund, bis zum Rand fliegt, und mir hat auch irgendeiner die Frage gestellt, wo der Rand quasi ist. Hier ist der Rand, weiter kommt man nicht ins Meer. Und wenn man hier hinten halt abtaucht, seht ihr auch einfach nur Sand, mehr nicht. Und ich finde einfach, die sollten sich auf jeden Fall nochmal Mühe geben, vielleicht wirklich nochmal, bevor das Spiel rauskommt, nochmal ein paar Lebewesen ins Wasser bringen, nochmal ein bisschen das Wasser überarbeiten, vielleicht auch irgendwie, wenn Regen eintritt und man ist in der Nähe, dass die Wellen sich verändern, ein bisschen übers Ebbe und Flut wie der Mod, ja, irgendwas auf jeden Fall nochmal mit mehr verändern und reinbringen.
Und ihr könnt es hier im Hintergrund sehen, es gibt nicht wirklich viel. Ich dachte mir, ich zeige es einfach mal für die, die es interessiert. Mich selber hat es nämlich zum Beispiel auch interessiert. Und ich würde sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, abonniert doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace out.